Racer-Fans leisten dem Aufruf Folge. Das Tourbillon zwar noch nicht wieder ein Hexenkessel, aber immerhin 10.500 sind im Stadion. Das ist Saisonrekord und zwar mit Abstand. Die Kulisse also würdig für das Spiel gegen den Schweizer Meister aus Basel. Der spürt zu Beginn noch die Champions-League-Strapazen, Sion deshalb tonangebend. Das hier ist Bamodou. Der setzt sich gegen Foso durch, Flanke auf Sissé. Fousseni Sissé bei seinem ersten Einsatz für Sion zu unpräzis. FCB Ivanov steht im Schilf, Sissé springt 2,3 cm zu wenig hoch. Er gibt eine gute Chance, aber kein Tor. So nach 20 Minuten haben sich die Basler die Müdigkeit etwas aus den Beinen gelaufen. Safari auf Streller. Gegen Chelsea, der Held des Spiels mit seinem Siegtor, hier und heute noch glücklos. Auf der anderen Seite Bamodou mit seinem Freistoß. Der sorgt für Unruhe im Basler Defensivverbund. Sion bleibt dran und insistiert. Leo, 23. Minute, Tor für den FC Sion. Wieder er. Der Brasilianer macht auch das zweite Saisontor der Sittener. Es ist der viel umjubelte Führungstreffer für das Heimteam. Ein Treffer, der allerdings nicht hätte zählen dürfen. Die Offside-Stellung klar und eindeutig. Situation aber unübersichtlich und für den Schiedsrichterassistenten deshalb schwierig zu beurteilen. Der FCB gefordert. Das hier ist die Reaktion auf den Gegentreffer. Delgado auf Sio. Technisch hochstehend? Mehr nicht. Giovanni Sio, der ehemalige Sion-Spieler. Der FC Basel wird spürbar stärker. Delgado-Eckball. Die Gäste halten den Druck aufrecht mit Fabian Frey. Der bringt den Ball einfach mal Richtung erster Pfosten und dort Nick Stocker zum Ausgleich ein. 31. Minute, 1:1. Valentin Stocker mit 1,79 Meter nicht gerade ein Kopfballmonster. Kein Problem, wenn das Timing stimmt. Der Ausgleich geht in Ordnung, denn nach dem müden Beginn sind die Basler nun spielbestimmend. So kennt die Fußballschweiz den FCB. Der Ball läuft über mehrere Stationen, die Präsenz im gegnerischen Strafraum groß. Delgado lässt aber noch die meisterliche Effizienz vermissen. Delgado in London stark, heute bisher so lala. 1:1 zur Pause. Nach dem Wechsel wieder er im Mittelpunkt. Hier kommt Delgado an den Ball und wird von Kouassi umgehauen. Kouassi war schon verwarnt gewesen und sieht gelb-rot. Vertretbar. Sion nur noch zu zehnt. Eiszeit im Wallis ab der 50. Spielminute. Was macht der FCB aus dieser numerischen Überzahl? Hier die Antwort. Streller und Frey spielen sich durch. Der finale Pass kommt aber nicht an. Aber diese Szene deutet an, wie sich die Partie entwickelt. Der FCB am Drücker. Sion verteidigt mit letztem Einsatz den einen Punkt. Nächster FCB-Vorstoß. Streller setzt Sio ein, der scheitert an Vanins und Stocker wird aus dem Offside zurückgepfiffen. Rot-Blau steigert die Taktzahl von Minute zu Minute. Es ist Sturm- und Drangzeit. Dann aber dieser Fehler in der Vorwärtsbewegung. Dias Fehlpass eröffnet den Wallisern eine Kontermöglichkeit. Ndoye auf Leo. Der Mann, der bisher alle Sittener Tore erzielt hat, der verrennt sich hier. Der reklamierte Penaltypfiff bleibt auch aus. Die Wiederholung gibt Schiedsrichter Sascha Kever recht. Und während diese Wiederholung läuft, holt Basel zum Gegenschlag aus. Delgado sieht Sio. So schnell kann's gehen. 67. Minute, 1:2. Kein Jubel, kein Salto von Sio, dem ehemaligen Sittener. Bemerkenswert nicht nur die Kaltblütigkeit von Giovanni Sio, sondern auch der perfekt getimte Pass von Matias Delgado, der sich Schritt für Schritt ins Team zurückspielt. Basel verwaltet den Vorsprung in der Folge problemlos. Dann wieder Delgado mit einem herrlichen Pass auf den eingewechselten Salah. In der Mitte ist Marco Streller ganz alleine und macht auch heute sein Tor. Das ist in der 79. Minute natürlich die Entscheidung und gleichzeitig auch der Schlusspunkt hinter dieser Partie. Basel gewinnt im Wallis, auch dank dem Platzverweis gegen Kouassi. Dessen Sitzwahl direkt vor dem Präsidenten zeugt immerhin von einem intakten Selbstvertrauen. Der FC Basel feiert auch heute mit den mitgereisten Fans. Nicht ganz so euphorisch wie noch am Mittwoch in London, aber auch aus dem Wallis kehren die Basler als Sieger heim.